Das Dauergrünland umfasst 37% der landwirtschaftlich genutzten Fläche in Hessen. Zum Dauergrünland gehören Wiesen, Weiden, Mähweiden, Streuobstwiesen, Hutungen und eben auch aus der Produktion genommenes Grünland. Wiesen und Weiden stellen dabei die häufigste Nutzungsform dar. Der Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen fungiert mit seinem amtlichen Versuchswesen in der Form, dass er verschiedene Fragestellungen aus der Praxis aufgreift und in den unterschiedlichen produktionstechnischen Versuchen untersucht und die Ergebnisse entsprechend veröffentlicht. Wir befinden uns hier jetzt auf einer Ausdauerprüfung des Dauergrünlands im Landkreis Waldeck-Frankenberg in Hessen. Ausdauerprüfungen dienen dazu, Sortenempfehlungen zu initiieren. Ausdauerprüfungen, die laufen gute 10 Jahre. Sie finden auf Praxisschlägen statt, das heißt der Bewirtschafter bewirtschaftet das auch weiterhin, ob er es beweidet oder ob er es schneidet, er macht es weiterhin genau so. Sie ist natürlich eine Neuanlage mit Großparzellen, also in Front ist eine kleine Parzelle mit einer Reinsaat und hinten sind dann die unterschiedlichen zu prüfenden Sorten in Mischung. Das dient dem Zweck, dass sie sich dann eben in Konkurrenz zu anderen Gräsern beweisen müssen. Die Ausdauerprüfungen finden bundesländerübergreifend im gesamten Mittelgebirgsraum statt. Hier werden die Ausdauerprüfungen durchgeführt und daraus werden die Sortenempfehlungen generiert. Die Sortenempfehlungen haben für den Landwirt deswegen besondere Bedeutung, weil sie ihm die Sorten zeigen und ausweisen, die für seine Region passend ist und sich hier bewährt hat. Das ist auch in Zeiten des Klimawandels immer mehr und verstärkt von Bedeutung, weil sich die Bedingungen hier natürlich dann teilweise extremer darstellen. Das heißt, wenn es besonders trocken ist, fallen einige Sorten eben schneller mal aus, die auf anderen Standorten hohe Erträge, gute Qualitäten und eine Langlebigkeit gezeigt haben. Die empfohlenen Sorten, die in der Ausdauerprüfung sozusagen sich als beste erwiesen haben, finden wir dann in der Mischungs- und Sortenempfehlung der gemeinsamen. Die steht auch auf der Internetseite des LLHs zum Download zur Verfügung. Weitere Informationen zum Thema Nachsaat finden Sie auch beispielsweise in unserer Beratungsempfehlung, die zweimal im Jahr herausgegeben wird, im Frühjahr und im Herbst. Bis vor 2 Jahren haben wir unsere Nachsaat immer im Frühjahr verrichtet. Danach haben wir mit Absprache der Beratung das auf den Herbst verschoben. Und durch diese Nachsaat, die wir auf den Herbst verschoben haben, haben wir eine deutlich gesteigerte Ertragssicherheit. Die Ergebnisse kann man bei uns hinter mir in der Fläche sehen. Da die Gemeinde Rispe und andere Ungräser längst nicht mehr so etabliert sind und dieser Platz nun für die deutschen Weidelgräser und wichtige Gräser vorhanden ist. Wir sind hier im Landwirtschaftszentrum Eichhof. Im Hintergrund sehen wir die Wertprüfung von Gräsern und Klee. Wir haben hier auf der einen Seite Wertprüfungen, wo die Sorten ihren landeskulturellen Wert unter Beweis stellen müssen. Das heißt, sie müssen sich im Vergleich zu den etablierten Sorten beweisen. Und gleichzeitig haben wir Landessortenversuche, die dazu dienen, die regionalen Eigenschaften besser herauszuarbeiten. Im Gegensatz zum Dauergrünland befinden wir uns hier auf Ackerflächen. Das ist das Wesentliche im Feldfutterbau. Hier werden alle Versuche alle 4 Jahre neu angelegt und danach 3 Jahre intensiv beerntet, beprobt und bonitiert. Die Ergebnisse daraus führen nachher zu unseren Sorten- und Mischungsempfehlungen und dienen dazu, unsere Landwirte in Hessen besser zu beraten. Wir befinden uns hier im Biosphärenreservat Rhön. Hinter mir ist die Wasserkuppe, das ist Hessens höchster Berg mit 950 Metern. Die Rhön ist geprägt durch Wiesen und Weiden, durch die verschiedensten Grünlandgesellschaften, alles eher extensive Gesellschaften, die aber dennoch eine Pflege bedürfen. Seit dem Jahr 1981 wurde hier in der Rhön, auch vom LLH, eine Versuchsreihe angelegt, um hier zu schauen, welche Landschaftspflegemaßnahmen sind dann geeignet, um solche typischen Grünlandgesellschaften, wie zum Beispiel ein Borstgrasrasen oder auch eine Goldhaferwiese, hier zu erhalten. Hier stehen wir jetzt vor einer Heuschnittvariante, das heißt, hier wird jedes Jahr gemäht und abgefahren. Und hier hat sich dann eben auch so eine typische Grünlandgesellschaft, hier eine Goldhaferwiese, etabliert. Also eine Fülle an Arten, die eben diese Bewirtschaftungsintensität bedürfen, um hier zu existieren. Im Gegensatz zur Heuvariante sieht man hier eben in der Mulchvariante, dass andere Arten von der
ja, Düngung durch das Mulchmaterial profitieren. Wir haben einen obergrasreicheren Bestand, wir haben dichtere Bestand und wir haben weniger Arten. Als nächstes befinden wir uns hier an der Brache-Variante, das heißt, die ist unbehandelt. Hier wurde seit 1981 nichts gemacht, also es wurde weder geschnitten noch gemulcht. Wir haben hier einen Bestand, der dicht ist, der hoch ist, wo wiesenbrütende Vögel beispielsweise keinen Lebensraum haben. Wir haben einen artenärmeren Bestand und diese Artenverarmung wird sich auch mit dem Zeitverlauf weiter fortsetzen. Auf vielen Standorten kann man durch einen jährlichen Wechsel mit Mähen und Mulchen den Aufwand gering halten, aber die Grünlandgesellschaft erhalten. Wir versuchen eine Wiederherstellung einer Goldhaferwiese. Goldhaferwiesen sind sehr artenreich. Artenreiche Grünlandbestände sind wichtig fürs Ökosystem. Der Versuch läuft jetzt fast 30 Jahre, seit 1993 läuft er. Der Versuch ist hier zweigeteilt. Oberhalb haben wir schon eine alte Goldhaferwiese, im Unterhalb war eine intensive Mähweide. Und wir versuchen, die Goldhaferwiese hier unten wieder herzustellen. Die Herausforderung bei dem Versuch ist, dass wir das Schnittmaterial von einer Fläche nicht auf die andere übertragen. Also dass das Material dort bleibt, wo es gewachsen ist. Sonst hat man eine Durchmischung. Deswegen mähen wir die, auch mit einem Balkenmäher mähen wir hier. Das ist einfach auch ein Schutz für die Insekten und andere Lebewesen. Und rächen es auf der Parzelle dann zu einem Schwarz zusammen und räumen es dann ab. Wir haben Tendenzen, dass es in die Richtung geht, dass eine Goldhaferwiese entsteht, aber sie ist noch nicht wirklich eine wirklich entwickelte Goldhaferwiese. Also es gibt immer noch Bewegung innerhalb der Artenflora. Grünland dient nicht nur der Futterproduktion, es ist beispielsweise auch wichtig für den Klimaschutz, weil es als CO2-Senke fungiert. Außerdem hat es eine wichtige Schutzfunktion, es dient dem Wasserrückhalt und es schützt beispielsweise vor Bodenerosion. Es ist auch ein wichtiger Lebensraum für die verschiedensten Tier- und Pflanzenarten und hat damit auch einen wichtigen Beitrag für die Biodiversität in der Landwirtschaft. Mit den Ergebnissen aus dem Versuchswesen und der Umsetzung in der Beratung tragen wir dazu bei, die vielfältigen Grünlandstandorte in Hessen optimal zu nutzen und zu erhalten.